Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja, heute mal mit Kamera. Ich habe es endlich mal hinbekommen und ja, es ist noch ein bisschen ungewohnt, dass man so dran denken muss, okay, Kamera ist ja auch an, aber ich denke, ich kriege das hin, ich kriege das hin. Ich werde mir jetzt gleich ein neues Pferdchen kaufen und Mac wird auch schon ganz ungeduldig. Ich habe mich entschlossen, eins von den Pferden zu kaufen, die am Mittwoch rausgekommen sind. Das war ja ein Remake sozusagen von den friesischen Sportpferden. Und ich muss sagen, auf dem Bild, was Star Stable gepostet hat, haben mir alle ziemlich gut gefallen. Also auf dem Bild von der Newsseite. Aber im Spiel hat mich tatsächlich nur ein einziges überzeugt. Und das werde ich mir auch gleich holen. Das wird ein Hengst, so viel steht schon fest. Und ja, Mac schaut hier schon mit den Hufen. Sie will unbedingt los, das neue Pferdchen holen, den neuen Hengst abholen. Aber Mac ist ja schon vergeben an Herkules. Und ja, auch dieses Pferd, was ich mir jetzt hole, wird natürlich nach einem Filmcharakter benannt. Das habe ich mir schon genauestens überlegt. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich sehr gefreut, dass neue Pferde kamen. Denn von denen, die wir bisher im Spiel haben, hatte ich jetzt nicht so das große Bedürfnis, mir eins zu kaufen. Aber die Sache ist die, dass ich, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, ich habe im Moment nur noch ein Pferd zum Leveln im Stall und das ist Thranduil, mein Jorviksches Urpferd. Und ja, das wäre, also am Samstag ist der Levelstream, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, am Samstag wird gelevelt. Und wer hat da Hallo geschrieben? Jolie? Katharina, oder? Hallo Katharina, Entschuldigung, ich kann gerade nicht, schreiben. Jetzt bin ich unterbrochen. Genau, am Samstag ist Levelstream. Alle wichtigen Infos sind nochmal unten in der Videobeschreibung, sowie auch der Link zum Ankündigungsvideo vom Stream. So, das ist der erste, oder der erste, der mir sozusagen unter die Augen gekommen ist. Ich finde tatsächlich, er sieht einfach aus wie die Friesen, die wir sonst, vorgesetzt bekommen haben. Ich finde, er distanziert sich nicht so wirklich. Er hat nichts Besonderes, wo ich sagen würde, wow, den würde ich mir sofort kaufen. Das Einzige, was ich wirklich spannend finde, sind diese kleinen braunen Strähnchen hier. Und das haben sie schön gemacht. Das gefällt mir gut. Hat wirklich so was Peppiges, ein bisschen was Freches. Aber auch dieser wird es leider nicht. Das heißt, auch dieser wird es nicht. Ich habe leider kein Foto für sie. Herr Hengst, ich habe kein Foto für Sie. So, dann haben wir hier diesen, grau-weißen. Ich muss sagen, auf dem Foto kam er mir ein bisschen heller vor. Und deswegen war ich, jetzt nicht enttäuscht, aber ich bin nicht so richtig von ihm angetan. Er hat auch irgendwie, kommt mir das vielleicht jetzt nur so vor, aber hat er so leicht rötliche Augen schon fast. Ich finde, er schüttelt leider auch den Kopf. Du bist es leider nicht und in diesem Sinne bleibt ja eigentlich nur noch ein Pferd übrig, das um das sich hier alle scharren. Ich habe tatsächlich auch gesehen, ich glaube, das ist das beliebteste Pferd, was genommen wurde, weil ganz viele haben sich den geholt. Hier steht auch gerade einer, die Kate hat so einen. Und es wird auch bei mir dieser schöne Hengst sein. Ich finde es einfach, diese Farbzusammenstellung gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich auch noch nicht im Stall, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Aber ich dürfte mich eigentlich nicht irren. Er schaut auch ganz aufmerksam. Ich glaube, er hat Lust darauf, mitzukommen. Doch, du brauchst gar nicht den Kopf schütteln. Okay, Namen habe ich mir ja auch schon überlegt. Und es wird ein Charakter sozusagen aus Harry Potter werden. Mal wieder. Wir haben schon einen Albus. Nein, nicht Dust. Sondern, ach, der ist weiter oben. Das ist ja nicht bei den neuen Namen, sondern bei den alten da. Fire. Und dann, das war aber bei den neuen, glaube ich. Den Buchstaben, also das Wort, was ich da. Firebird, also Feuervogel. Yay, ein neues Pferdchen. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Habe ich wieder was zu leveln. Ich habe jetzt in letzter Zeit echt viel gelevelt. Nicht nur bei den Streams, sondern auch mal ein bisschen außerhalb von den Streams. Wir lassen uns mal bitte abholen. So. Dann werden wir mal in den Heimatstall gehen. Und vielleicht wundert ihr euch, weil ihr wisst, also wer meinen Kanal und mich schon länger kennt, der weiß, dass ich
eigentlich eher auf Pferde stehe oder Pferde mag, die weiße Fellfarbe haben oder schwarze, also entweder ganz dunkel oder ganz hell. Und in diesem Fall, ja, guck mal, kennt ihr sie noch? Ja, Jevil, ne? Aber um dich heute geht's leider nicht. Da ist er schon. Firebird. Mal aufsteigen hier auf den Guten. Ach schön, ich freue mich. Ich freue mich echt mega, dass ich ihn jetzt habe. Ich bereue es auch nicht, den Kauf. Kann ich jetzt schon mal sagen, weil er ist ganz, ganz toll. Er heißt Firebird und das nicht ohne Grund, denn sein Spitzname wird sein Fox. Fox, für diejenigen, die das nicht wissen, ich meine nicht Fox, den Fuchs, sondern Fox, den Phönix von Albus Dumbledore aus Harry Potter. Er ist echt schon ein sehr, sehr schönes Tier, muss man sagen. Ich freue mich sehr drauf, ihn zu leveln. Es ist ja im Prinzip das gleiche wie bei den Friesen. Ich finde, er sieht jetzt nicht sonderlich anders aus. Und es tut mir leid, dass ich ihn schon nach weniger als einer Minute Reitzeit sozusagen gegen einen Zaun geritten habe. Das tut mir leid, Fox. Ich habe es nicht so gemeint, daran musst du dich vielleicht gewöhnen, weil ich öfters mal solche nicht allzu charmanten Reiteinlagen, ja, durchführe. Aber, ja. Fox ist auf jeden Fall ab jetzt das neueste Mitglied meiner Familie, meiner kleinen Pferdefamilie. Und ja, es kommt ein Alle meine Pferde-Video. Das wird wahrscheinlich, ich habe nächsten Monat dreijähriges YouTube-Jubiläum. Da bin ich tatsächlich schon 3 Jahre dann hier auf YouTube unterwegs. Und ja, mega, Leute, mega. 3 Jahre gehen total schnell rum. Und da wird auf jeden Fall ein Alle meine Pferde-Video folgen, wo ich extra nochmal jedes Pferd von der Koppelinsel hole und ein bisschen reite und was dazu erzähle. Weil jedes Pferdchen hat ja seinen Namen und somit auch eine kleine Geschichte sozusagen. Das ist auf jeden Fall jetzt Fox. Ihr werdet ihn vielleicht am Samstag im Levelstream kennenlernen. Auf jeden Fall werde ich erstmal am Samstag Thranduil ausleveln und dann, ja, dann ist Fox natürlich an der Reihe. Wenn ihr nochmal nachgucken wollt, die Infos zum Levelstream findet ihr im Video, was ich gestern hochgeladen habe. Oder war es vorgestern? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es auch jetzt nochmal sagen. Am Samstag leveln wir ab 19 Uhr. Wir treffen uns im Innenhof der Morlandstelle auf Server 1 Winterstar und der Stream wird übertragen auf Hitbox. Und ja, den Link zu dem Ankündigungsvideo, den schreibe ich euch auf jeden Fall nochmal in die Videobeschreibung. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!